Aber das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich wird Journalismus mehr in 10 Jahren so sein, wie viele heute schon arbeiten, die mit dem Netz arbeiten, nämlich dass man mehr Richtung Partizipation geht, dass man mehr die Leser einbindet, dass man mehr in Richtung Kuratieren, aber auch weiterhin ins Einordnen geht und dass man halt all diese Möglichkeiten, die das Netz, die Computer bieten, ausreizen kann. Nämlich nicht nur festgelegt auf 80 Zeilen in einer Zeitung zu sein oder auf 2 Minuten 30 im Radio durchsprechen, sondern dass man diese verschiedensten Ausdrucksmöglichkeiten miteinander kombiniert. Also Journalisten müssen erstmal lernen, zum Knotenpunkt innerhalb eines Netzwerks zu werden. Sie müssen lernen, zuzuhören. Sie müssen lernen, dass es mittlerweile verschiedenste Informationsquellen gibt, die neu sind, die man ja beobachten muss, wo man dann auch ein Fingerspitzengefühl für die Mechanismen von diesen neuen Öffentlichkeiten entwickeln muss. Und dazu braucht man natürlich noch eine ganze Menge Technikkompetenz, ne? Es reicht nicht mehr aus, irgendwie eine Zeitung umblättern zu können und auf einer Schreibmaschine zu tippen, sondern man muss verstehen, wie diese neuen Werkzeuge funktionieren. Man muss sich vielleicht dann auch auf verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten, Ausdrucksformen ja, seine eigenen Fähigkeiten ausbauen, dass man nicht nur schreibt, dass man auch einspricht, dass man auch mit Video und Audio rumspielt. Und wie man das Ganze dann kombinieren kann. Ja, die Gefährdung für einen guten Journalismus im Netz sind dieselben wie die Gefährdung für unsere Bürgerrechte. Also wir haben ein offenes Netz im Moment noch, was jedem die Möglichkeit gibt, auf einmal quasi ja, mit seinem neuen Medium zu starten. Ich meine, das ist ja eigentlich so der Traum, den viele früher gehabt haben, als das Netz noch nicht da war, dass man auf einmal seinen eigenen Fernsehsender machen kann, seinen eigenen Radiosender. Heutzutage braucht man dafür einen Computer. Und Internetzugang, den gibt es mittlerweile in vielen Cafés und demnächst wahrscheinlich auch auf der Straße kostenlos. Also die Zugangsmöglichkeiten sind äußerst gering durch diese Offenheit. Gleichzeitig haben wir aber Entwicklungen, dass diese Offenheit unter Beschuss steht. Einerseits durch politische Fragestellungen wie die Netzneutralität, wo Telekommunikationsanbieter allmählich mehr in eine Rolle rein wollen, wo sie entscheiden können, welche Inhalte durchgelassen werden, welche beschleunigt werden, welche vernachlässigt werden. Andererseits haben wir auch immer mehr ja, Überwachungsmaßnahmen, die ein Leben online gefährden. Also Maßnahmen wie die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, wo für 6 Monate lang gespeichert werden soll, mit wem wir wann kommunizieren, wo wir mit unseren Handys waren, wer uns angerufen hat und so weiter. Wenn man das Ganze ins analoge Leben übertragen würde, dann müssten wir beim Eintritt in eine Fußgängerzone unseren Personalausweis abgeben und es würde registriert, wann wir da hingegangen sind. Bei jedem Kaffeekränzchen würde dann irgendwo gespeichert werden, mit wem wir da wann zusammengesessen haben. Und das würde in der analogen Offline-Welt eine Revolution auslösen. Da wäre keiner dafür, aber online kann man das machen anscheinend. Also nach Ansicht vieler, nicht nach meiner Ansicht. Und das ist halt eine ziemliche Bedrohung. Weil wer sich beobachtet fühlt, reagiert ganz anders. Und das hat zum Beispiel Auswirkungen auch auf die Pressefreiheitsdiskussion. Wenn Journalisten oder vor allen Dingen, wenn sogenannte Whistleblower, Menschen, die ein Anliegen haben, die ja in Kontakt treten wollen mit Journalisten als Quellen, wenn die das Gefühl haben, dass das gar nicht mehr so einfach ist, dass sie riskieren, entdeckt zu werden, dann verliert der Journalismus natürlich auch eine ganze Menge Informationen und Quellen. Und das ist natürlich dann eine Gefahr für die Pressefreiheit. Also ich glaube schon noch dran. Mir gefällt das Netz so, vielen anderen gefällt es auch so. Und ich glaube, allein dadurch, dass immer mehr Menschen das Internet in ihr Leben integrieren, die Vorteile dieser Offenheit sehen, das Netz eigentlich in meiner Hosentasche dabei haben, wird auch immer mehr Menschen bewusst, dass wir aufpassen müssen, was da passiert. Und je mehr davon persönlich betroffen sind, umso mehr werden sich vielleicht auch einmischen und ja, unsere Demokratie stärken gegenüber all diesen Maßnahmen, die ja vor allen Dingen auch von in den letzten Jahren von Politikern sehr oft vorangetrieben worden sind, die jetzt nicht so genau wussten, was das Internet ist und die sich auch gar nicht selbst persönlich betroffen fühlten.
Netzfreiheit bedeutet für mich eine intelligente Regulierung, die Bürgerrechte stärkt, die die Offenheit des Netzes erhält. Und keine Regulierung führt uns ja auch irgendwie zu einem Zustand, dann entscheiden irgendwie die Mächtigen und Starken, die halt finanzkräftig sind. Das kann ja auch nicht in unserem Interesse sein, sondern uns geht es darum, wie kann man halt das Netz demokratisch offen halten, sodass unsere Bürgerrechte dort auch gestärkt werden. Der Zeitkorridor wird natürlich immer geringer, so, ne? Aber sagen wir mal, vor 10 Jahren waren wir deutlich pessimistischer, vor allen Dingen in der Zeit nach dem 11. September. Wir hätten nicht gedacht, irgendwie um 2005 rum, dass wir so Maßnahmen wie die Vorratsdatenspeicherung verhindern können. Das Bundesverfassungsgericht hat uns dabei geholfen, auf Basis unserer Massenklage vor 3, 4 Jahren. Mittlerweile werden viele Gesetzesvorhaben, die früher einfach so durchgekommen wären, weil keiner sie verstanden hätte, gestoppt. Das Zugangserschwerungsgesetz ist gestoppt worden von einer riesigen Mobilisierung im Netz und einer anschließenden gesellschaftlichen Debatte. Und ich hoffe, dass wir halt diesen Zeitkorridor etwas aufgehalten haben, dass wir jetzt mal Zeit haben, diese Debatte zu führen und zu schauen, wie halt das Netz intelligent und offen reguliert werden kann und nicht irgendwie, wie unsere Bürgerrechte immer weiter eingeschränkt werden.